kann ich es sagen, ich sage nein. Auch wo man dir sagt, wie kann er es wagen? Zum Beispiel zur Ehe von gleichgeschlechtlichen Paaren. Ich sag nein dazu, dass sie Adoptionsrechte haben. Go, let the shit so begin. Diskriminiert mich als Minderheit, ihr kriegt es schon hin, ich bleib bei mein. Ich stehe hier, wie könnte ich nicht? Ich sage nein, ich lebe hier, drum kämpfe ich im Licht. Doch nur mit Waffen in Meinungsfreiheit, mit Liebe für jeden Menschen. Das heißt auch für jene, die dreckig fies meinen Weg bekämpfen. Ich bleibe respektvoll, herzlich doch fest, nehmen wir sich vertrete, auch wenn man mich hasst wie die Pest. Ja, ich, also, ich versuch's. Toleriert mich, ihr Toleranten in meiner Meinung. Zeigt, wie tolerant ihr seid, tretet so in Erscheinung. Ohne emotional Shitstorm, Kindergarten. Dann können wir diskutieren wie Diplomaten. Denn ich bin Politiker, Politiker, inkorrekt. Politiker, Politiker, inkorrekt. Politiker, Politiker, inkorrekt. Mit dem Shitstorm beginnt. Gleich welches Alter, Lust und Fortpflanzung sind zwei Seiten einer Medaille. Es gibt kein Recht auf Sex, ohne die Verantwortung für Nachwuchs fragt Mord. Für Spaß rechtfertigen, was soll ich dazu sagen? Ja, sag mir, ab wann ist ein Leben mein Leben? Unter welchen Umständen dürfen Menschen es nehmen? Doch der Text wird zu lang, wenn ich nun überall auch noch mit Argumenten anfange. Soll eine Liste sein, wie kommt mein nächstes Nein? Und zwar zur Aushebelung des Grundrechts der Unverletzbarkeit. Nein, zum Impfzwang, zur Verletzung von Privatrechten. Überwachung und Kontrolle sind beliebt bei Staatsmächten. Es wird die Angst geschürt, wir brauchen mehr Sicherheit. Und damit eingegriffen, Stück für Stück ist nichts mehr bleibt an Freiheit. Bin ich nur verantwortungslos. Ich sage nein, du machst Missbrauch und jeder Angst auf dem Thron. Und ich sag nein, für mündig und von Eltern nur von einig. Die Rolle krass misslingt, soll nun der Staat mit noch mehr Eingriffen für alle reagieren. Tja, Elternrechte demontieren, alles kontrollieren und am Ende für alle einspringen. Nein, wir erziehen unsere Kinder nicht der Staat. Noch größere Entmündigungen kriegen nicht mein Ja. Und warum ist eigentlich Homeschooling verboten? Sind wir Eltern alle Vollblutidioten oder so? Politiker, Politiker, inkorrekt. Politiker, Politiker, inkorrekt.